Hallo YouTube, willkommen beim nächsten Gagspiel Starfield. Tag 9 haben wir sogar hier. Wir haben vor ein paar Stunden aufgehört und die Sucht kickt rein. Wir machen einfach weiter. Wenn euch diese Videos gefallen, diese Spielerei sowieso gefällt, abonniert, liked, kommentiert, worauf ihr Bock habt. Wünsche viel Spaß bei Tag 9 Starfield. Wir werden wieder eine Menge erleben und los geht's. Wahnsinn. Ich habe noch Mod draufgetan, was man sofort sieht. Ein UI-Mod, damit man das UI, also das Interface, die Taschen, die Loot-Sachen, den Loot, das Loot, der Loot, besser einsortieren kann und übersichtlicher hat. Ich bin gespannt, wie alles funktioniert, ob stabil läuft. Und das Intro tue ich vielleicht auch noch weg und mache mit ein paar Einträgen der Custom-Ini, Starfield Custom-Ini. Aber das passt. Mal schauen. Wie ich damit zurechtkomme, wie es mir gefällt, wie es euch gefällt, schreibt es in die Kommentare, ob ihr das UI besser findet. Und dann, ja, dann legen wir direkt los. Ich habe halt hier noch ein bisschen gestern rumgespielt. Da war das letzte Mal, als wir im Stream waren, 8:29 Uhr, glaube ich. Und das, wo ich noch rumgespielt habe, 10:10 Uhr. Ja, ich habe mich nur 2-3 Meter nach vorne zurück bewegt, damit ich die Mod teste. Also, ich finde es ein super schöner Game Change und dann sind die Übergänge auch noch optimiert worden. Alles auf 120 Frames, sag ich mal so, angepasst. Oder mindestens 60. Obwohl wir die jetzt nicht kriegen, aber ist ja egal. Also ich habe jetzt 90 Frames, 88, 90. Und diese Übergänge sollen schneller gemacht sein. Das hier, weiß ich nicht, vielleicht, ob das so schneller ist. Und bist du hier überhaupt richtig? Ich habe nicht gewusst, man kann Sachen sogar so aufheben und so drehen. Ich weiß es nicht genau wie, aber doch so anscheinend. Hier. Das soll jetzt auch ohne Verzögerung gehen. Falls du Fragen oh. zu unserer Produkt. Normalerweise, hast, wenn man das aufhebt, dauert es manchmal 2-3 Sekunden mit Delay. Jetzt ist es auf 0,125 oder so. Weiß ich nicht, irgendwie so ein Wert. Und man soll. Das ist halt so halbe Jedi Macht hier. Das ist ja illegal. Warte, was ist. Ist das? Das ist legal, ja. Okay, hier. Sehr geil. Achso, hier, man darf halt nicht. Irgendwie kann man das auch drehen. Ah, hier, mit der Maustaste, schau. Das ist ja auch geil. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich auch in dem Video gesehen. Das ist ja krass. Hast du das gewusst, Jero? Der hat gesagt, der Martin spielt, von dem schaue ich das. Da könnt ihr reinschauen. Hat auch die ganzen Mods vorgestellt. Schau hier mal rein. Da kann man, das konnte man schon bei Fallout und bei Skyrim machen. Sachen aufheben, okay, aber so dahin tun und sortieren, also so, ist schon richtig cool und ohne Verzögerung jetzt, hier kannst du wieder haben. Zack. E oder was? Ja, okay. Gut. Das ist krass. Und jetzt kommen wir zu dem Interface. Sorry, bin gerade nebenbei am Arbeiten, kriege ich alles mit. Alles gut. Das beste Interface jetzt bei den Waffen. Man kann nach DPS sortieren. Und jetzt sieht man auch, man kann hier noch so viel einschalten. Alles Mögliche. Man denkt, es ist erstmal sehr unübersichtlich, aber es ist wirklich heftig. Da kann man auch einschalten, wie bei Windows halt. Bei Details oder so. Braucht man nicht viel einschalten. Der Starter finde ich jetzt zumindest mal gut. Und man kann hier auch dann genau schauen, wie viel Munition man hat für welche Waffe. Was man auch einstellen kann. Ich weiß nicht genau, wie hier. Aber die Filter. Und hier zum Beispiel, ich habe mir gedacht, dass diese Waffe krass ist, aber DPS macht die 327. Das ist die identische Waffe, nur sie macht halt mehr Schaden. Und dadurch hat sie eine viel höhere DPS-Zahl. Und so finde ich es echt schön übersichtlich. Wenn man hier hingeht, ist es auch geil. Einfach auf einen Blick. Schlüsselkarten. Man sieht auch im Interface, ich weiß gar nicht, wo die Hauptansicht ist, wenn ich halt I drücke, genau, steht auch hier, wie viel Gewicht jedes einzelne Ding hat. Hier. Da 1,7, 0,5. Erste Hilfe hat 12,5 Munition, hat gar nichts anscheinend. Wusste ich auch nicht. Also, da, also es ist echt schön sortiert und das Beste ist bei den Waffen. Das Beste ist bei den Waffen, zack, DPS. Ist, wenn ich jetzt die Waffe hier, kann ich auch belegen, oder? Von hier. B. Mache ich die als 1? Fertig. Ich mache die aber als 2, weil ich kann die gleichzeitig nutzen und muss nicht nachladen schnell. Das sind halt die Waffen. Okay, dass der so viel macht, hätte ich nicht gedacht.
Okay, das sind alles 7 mm. Wir könnten sogar sortieren nach der nach DPS. Das ist ultra strong. Ich finde es sehr schön und ich habe schon im Stream gesagt, das Spiel fängt jetzt neu an, während Jeroka meint, okay, jetzt startet einen neuen Spielstand, jetzt richtig durchstarten. Ja, vielleicht ein andermal. Finde ich sehr schön sortiert. Man kann auch noch die Größe, die Schriftart ändern, die Tabelle anpassen. Das kann man in den Ini-Files für die Mod machen, aber ich habe das erstmal alles gelassen und schauen wir mal hier. Hier Masse, Wert, also ist schon sehr, sehr cool. Wenn ich jetzt auf V gehe, wo tut das denn hin? Achso, das geht ja auch. Schön. Schön. Ich weiß nicht, was man hier noch einblenden kann. Wert. Achso, die Load-Dinger sind eingeblendet. Okay. Stack. Zack, Stack geht auch, aber brauchen wir ja nicht. Hier kann man sortieren nach Quantity. Hier zum Beispiel bei den Schrotflintenhülsen könnte man die Tabelle breiter haben wollen, aber ja, das ist halt wegen Deutsch. Es ist alles schon gut übersetzt, aber man kann die einzelnen Sachen auch nochmal korrigieren. Also Quantity haben wir 6,5 mm meist und dann 7,7. Das passt. Ultra. Hey, sehen Sie, das kommt jedes Mal irgendeine Xbox-Meldung, weiß ich nicht. Okay, machen wir weiter. Wir sind auf der Station, wo wir dieser alten Dame dieses Ding da gebracht haben. Ich weiß auch nicht mehr. Moinsen, Race Life, was geht? Ich zeige da die neuen Sachen, die ich drauf getan habe und freue mich auf das Starfeld-Abenteuer. Tag 9. Welcome. Welcome, welcome. Läuft es bei dir jetzt gescheit mit der Mod? Nicht Mod. GPU-Beschleunigung. Die GPU-Beschleunigung ist so geil, dass ich jetzt sogar gemerkt habe, dass ich beim Encoding 20-30% mehr Speed habe. Ist lieber ein wenig besser, aber... Ja, wenn ich ein Aber lese, ist vielleicht dein Gesicht, also das... No front. Schau mal, was du schreibst. So... Ich habe jetzt noch viel optimiert, Interface angepasst, viele Mods noch drauf getan. Aber nichts, was das Spiel ändert, sondern nur UI oder Quality of Life Sachen. Da bin ich ja gespannt. Ich hoffe, dass das nicht so schlimm ist bei dir. So, Mission. Lies die Stanley Macmillan Karte. Zum Fick. Hab mir eine SSD Samsung nach dem Brunkhoff, super Teil, das Game draufgeschmissen auf die Keule und nun sind Lags komplett weg, das ist der Hammer. Ach, du hast es auch bei einer HDD gehabt? Ich glaube, man sollte nie wieder ein Spiel auf einer HDD spielen. Oh mein Gott, Race. Da könnte ich dir direkt, make love not war, make war not love, also wie kann man auf den, vielleicht, okay, viel Platz, 122 GB, aber auf einer HDD. Hättest du mir das letztens gesagt, hätte ich dich gebannt, ich bin da gar nicht geredet. Weil abgehoben und so. Direkt gebannt. HDD-Leute wollen wir nicht. Das toleriere ich nicht. Ich akzeptiere, toleriere sehr viel, alles, aber keine Leute, die HDD nutzen und Starfield. Guten Morgen, Omikron, was geht? Also, ne. Aber freut mich, dass es jetzt funktioniert. Lies die Stanley Macmillan-Karte. Ja, machen wir mal direkt weiter. Stanley Macmillan-Karte. Wo ist die denn? Notizen. Stanley Macmillan-Karte. Akte? Direkt 24 Stunden am Stück reingesucht. Das ist ein geiles Game. Ja, das Spiel wird doch auch von Stunde zu Stunde besser. Ich war die ersten 3 Tage ultra skeptisch. Ich habe nicht das bekommen, was ich erwartet hatte mit Full Open World Ding, aber das, was ich jetzt bekommen habe, ist ultra geil und gefällt mir. Ersten Tag das Spiel so 5 bis 6 gegeben und jetzt bin ich schon mal 7,5, was das Rating angeht. Dass manche Zeitschriften oder manche Spieler 10 von 10 geben, kann ich nicht nachvollziehen. Da gibt es schon noch einiges, wo nicht perfekt läuft, aber man kann sich das Spiel halbwegs perfekt modden. Was ist denn hier? Bedrohung keine. Stanley Macmillan Akte. Verlässt Luxe Kondos, um die Arbeit bei der Sternenwerft zu gehen. Geht zum Mittagessen. Geht zur Arbeit. Bleibt bis zum Ende im Büro. Verlässt dann die Arbeit. Geht zu Broken Spear. Kehrt zurück.
Wohnung, bla blub, Schiff keines, wird vom Chauffeur befördert. Oh, was müssen wir denn mit diesem Typen machen? Ich hab's vergessen, Audiodatei. Was zum Teufel machst du überhaupt in diesem Kaff? Hast du den Kürzeren gezogen oder was? Infinity schickt mich, soll Deimos zum Anbeißen bringen. Mhm. Die haben für die Sache sogar einen schicken Codenamen. Dominion Projekt. In meinen Ohren klingt das nach Dominion Project, yes. Ich würde das sofort anbeißen. Ja, genau. Ich sage es dir, dieses Dominion-Projekt funktioniert wirklich. Okay. Wir sollten das an Inception oder Quantum verkaufen. Diese absichtlich schlechte Qualität. Du solltest in der Astro Lounge sitzen und Ryujin Industries um die Technik. Imagine 2003 und die Audioaufnahmen sind immer noch so scheiße. Die Ironie wäre köstlich, aber nein. Das ist unser Baby. Dominion bringt Infinity endlich an die Spitze. Okay, und das müssen wir verhindern. Mit ihren eigenen Waffen. Damit unsere Firma an der Spitze bleibt. Also ich bin Ranger. Ich bin Ranger, das ist glaube ich bei Aquila City, bin ich den Ranger beigetreten. Und ich bin auf Neon City dieser einen Organisation dabei getreten. Da irgendwas, Dingsbums. Und jetzt erledige ich als Agent viele Aufträge. Macht nebenbei noch Kopfgeldjäger, tut nebenbei noch andere Missionen machen. Also wir machen vieles gleichzeitig. Ich glaube, da ist die Qualität noch schlechter, Race. Also, weißt du? Glaub, da ist die Qualität noch schlechter. Muss ich jetzt darauf achten, wo es hing? Ich reite erstmal dahin, komm. So, finde die Akten zum Dominion-Projekt. Let's go. Zack. Steuermann, setzen Sie Kurs auf Dominion-Projekt-Gegend. Richtung Mars. Kurs gesetzt, Sir. Bereit, wenn Sie es sind. Energie. Rein da. Bisschen wild jetzt, weil wir nicht im Universum sind, aber jetzt. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir deine Fracht scannen. Okay. Leute, ich habe gestern aus Versehen ein Schiff gekapert. Ich wollte das gar nicht. Scannen abgeschlossen. Das war so random. Freigabe für Cydonia erteilt. Das war so full random, das glaubt ihr gar nicht. Alter. Wie viel Frame-Push hat es denn noch gegeben hier, Race, bei deiner SSD zum Vergleich zu einem HDD? Schon eine Menge, oder? Also ich spiele jetzt mit DLSS, habe jetzt hier 80 Frames drin. Wenn ich DLSS 3 anmache, habe ich viel mehr, fast so sehr, sehr viel mehr, aber stürzt manchmal ab. Ich habe erstmal das Spiel auf 120 Frames gecapped, habe 120 Frames UI drauf, damit, weil es ist normalerweise auf 30 Frames gecapped, das meiste. Aber es funktioniert. Solange stabil läuft, nicht abschütze, ist es egal. Solange ich nicht mit 30 Frames arbeiten muss, bin ich zufrieden. Sei bei den Minen vorsichtig. Servus Christi, was geht? Schächte betrittst du auf eigene Gefahr. Noch mal kurz hier rechts und mal schnell schauen in die Bar. Ist hier alles so normal. Okay, okay. Habe ich eigentlich irgendwelche Daten hier? Notizen? Habe ich Sternkarten? Nee, habe ich nicht. Okay. Raselt schon wieder was vom Herz des Mars. So, mal schauen. Irgendein Typ, irgendwas passiert da. Was muss ich machen? Finde die Akten zum Dominion-Projekt. Es ist halt so krass, ich war aber das Agent für die Firma und es geht nur um Manipulation, die anderen Firmen auszuschalten, hier was machen, da berichten, tun die Falschen, damit die anderen irgendein Problem haben. Also halbes Real Life. Als Firmenspitze einer Firma musst du andere Firmen klein halten, damit sie dich nicht überholen. Teilweise Betriebsspionage machen, dies, das. Hey! Oh, ich will mal kurz mit dir reden. Mit moi? Freunde von mir haben das von dir und der Sysdev gehört. Okay. Ich dachte, das war ein Geheim. Mit dir reden. Soll ich mich etwa daran erinnern? Was war mit der Sysdev? Ohne Scheiß. Echt? Schon vergessen? Ja, klar. Hast du etwa schon vergessen, dass du Commander Ikandes Angebot abgelehnt hast, zur UC Sysdev zu gehen? Ja, und weißt du was? Es zu schlucken und deine Zeit abzusitzen, statt vor den UC zu kuschen, hat das Interesse von Freunden von mir geweckt. Ja, wer kuscht denn schon vor jemandem? Ist doch eine Scheiße. Sind diese Freunde zufällig die, die ich annehme? Ich will nichts mit deinen Freunden zu tun haben. Du verwechselst mich mit jemand. Vergeuden wir keine Zeit mit Spielchen.
Du ja, sag weißt einfach. Genau, wer meine Freunde sind. Ja, weiß ich. Du weißt aber nicht, was sie von dir wollen. Freunde. Ich kann nur sagen, dass sie extrem bewundern, was du auf der Vigilance gemacht hast. Was habe ich gemacht? Okay, red weiter. Komm. Zwecklos. Mehr habe ich nicht zu sagen. Wie jetzt nicht Hier mehr zu sagen? Hier ist alles, was du wissen musst. Hä? Nimm. Viel Danke. Glück. Du wirst es brauchen. Einladung zugefügt. Was? Ja, wir sind hier fertig. Undercover liest die Einladung. Was ist denn jetzt passiert? What the fuck? Eine Einladung. Beeindruckend, wie du das mit UC SifDev gelöst hast. Melde dich im Broken Spear bei Adlercamp und tu, was er dir sagt. Wenn du dir ein bisschen was dazu verdienen willst, wenn du das den Behörden steckst, wirst du nicht mal mehr Zeit haben, deinen Fehler zu bereuen. Oh. Wie schlimm. Okay. Weiß ich Bescheid. Aber wir sind nicht bei dieser Mission. Wir sind gerade bei einer anderen Mission. Ich muss... Steht ihr, was für eine lange Questreihe das hier ist, ey. Total geil. Ich muss nämlich... dieses Dominion-Projekt finden. Okay. Bevor du was sagst, nein. Ah, apropos Finn, boah. Ich kann, habe hier dieses Clown geskillt. Das ist so geil, kann ich nur empfehlen. Wenn du denn beklau die Chefs, die Händler. Da kriegt man so viel Geld. Willkommen im Büro des Gouverneurs. Das Ding ist halt, man kann auch gut erwischt werden. Bei ihr konnte ich nur den Schlüssel klauen. Oder nee, ihn hier konnte ich nicht mehr klauen. Das war zu krass. Nur sein Apartmentschlüssel konnte ich klauen. Es ist ein richtiger Boom. Aber die Credits 777 zu 57%? Weiß ich ja nicht. Wir speichern nochmal und versuchen noch zu klauen. Ich komme nochmal kurz klar. Nur die Credits. Andere ist 50%. Die Waffe ist mir egal. Also Credits. Hat geklappt. Einfach 777 Credits, jetzt mehr. Damit sind wir dem Traum des Schlachtkreuzers und dem Todesstern noch ein bisschen näher gekommen. Aber richtig. You may fire when ready. Gut. Weiter hier. Rot und orange. Immer nur rot. Gibt es hier eigentlich eine Uhrzeit? Gibt es eine Uhrzeit auf dem Planeten? Weil da steht halt die genaue Uhrzeit, was der alles macht. Also Named Mob haben meistens... Schau mal, Leona Hawks. Credits 973, 55%. Konntest du den Vorstand überzeugen, mir endlich mehr Personal zu bewilligen? Was hat sie? Tut mir leid, Tia. 874. Ich versuche es beim nächsten Treffen wieder, aber es sieht schlecht aus. Wie viel Prozent hat sie? Kommst du etwa mit deinen probieren? Aufgaben nicht zuran? Diebstahl! Ja, Diebstahl nicht geklappt. Sorry, mein Langfinger war zu lang. Ich bin zu tief eingedrungen. Entschuldigung. So, also... Tut mir leid, Tia. Ich versuche es beim nächsten Treffen wieder. Aber es Diebstahl! Ja, sehr gut. Ja, das ist sehr gut hier. Diebstahl. Das ist Auslegungssache. Tut mir leid, Tia. Wie groß ist denn deine SSD, die du dir geholt Treffen hast? Wieder. Aber es sieht schlecht aus. Kommst du etwa mit deinen Aufgaben nicht zurande? Diebstahl! Halt! Scheiße, Digga, das klappt nicht. Das ist... Prozentzahl ist halt viel zu schwer. Manche klappt es doch gar nicht, Mama. Ich versuche es beim nächsten Treffen wieder. Diebstahl! Halt! Aber somit habe ich gestern schon ganz gut Kohle gemacht. Irgendwie von 300 auf 400k schon fast. Ich versuche es beim nächsten Treffen. So, was ist denn jetzt? Wer ist er? Oder wer ist sie denn überhaupt? Kommst du etwa mit deinen Aufgaben? Immerhin habe ich noch mehr als genug Arbeit, bevor ich nach Hause kam. Wieder so ein langer Tag. Jawu. Hier gibt es immer was zu tun. Ach, wir haben schon gequatscht mit ihr. Okay, schon lange her anscheinend. Zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens gelten in der Stadt schärfste Lärmschutzbestimmungen. 769, also das lohnt sich schon, wenn man die alle mal beklaut. Wir testen mal kurz, aber ich schätze mal, das klappt ja auch nicht. Doch, hat geklappt. Wieder 769 mehr. Hey, ich habe ein Problem mit meinem Computer, Tarnel. Peter Brandon, was hat er? Du weißt, dass ich nicht deine Assistentin bin, oder? Geklaut, lol. Was, nicht? Ich hätte schwören können. Die Zufriedenheitswerte unter den Arbeitern steigen. Das liegt auch daran, dass wir ihre psychologischen Sorgen ernst nehmen.
Okay, was ist bei ihm jetzt? Deines Computer entsperren. Ich bin beschäftigt. Ich muss auf seinen Computer zugreifen. Stimmt. Ja, das wusste ich. Dann nur weiter so. Clown 875. Stanleys Zugangskarte, schau mal. Alles okay. 70%. Wie geht's, Omikron? Guten Morgen. Bockst du das Spiel stimmt. auch? Ja, das wusste ich. Dann nur weiter so. Hoffentlich ist es das Risiko okay, wert. Ich hab die Zugangskarte von ihm. Wegen der Scheibe. Und seine. Sein Geld habe ich. Ich weiß jetzt nicht, was für Zeit hier ist. Ich muss ja in seinen Computer ran. Ich bin beschäftigt. Jede Menge. Aber ich schätze mal, wenn er da ist, ist das nicht gut. Operativieren und so. Schlüssel erforderlich. Brandons Computer, Schlüssel erforderlich. Peter Brandon. Super, dann bin ich sofort dabei. Habe ich seinen Schlüssel nicht? Doch, ich habe nicht alles von ihm. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir warten mal hier auf dem Stuhl eine Stunde oder so. Oh, ich hätte auch schlafen sollen. Immer schlafen. Haben wir eine Stunde. Okay, das sind 3 Stunden hier auf dem Planeten. Okay. Erstaunlich, ist er noch da? Das Mining-Geschäft unter meiner Füße. Das Ding ist, wie lange bleibt er denn? Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal Probleme hatten. Genau, eine Stunde schlafen. Also warten, nicht schlafen. Schlafen ist ja... Ist ja zu viel. Hi. Mining macht sicher richtig Spaß. Warum arbeitest du für mich? Ich verliere das. Der ist immer noch da. Ich würde nur alles viel reibungsloser laufen, wenn ich einen Assistenten hätte. Naja, du weißt ja... Wenn ich jetzt zu dem Computer hingehe, glaube ich, werden die mich sofort einsperren oder so. Dann sehen wir, was sie sagen. Warten. Okay. Ach, hier ist die Uhrzeit. 9.33 Uhr. Moment. Moment. Alles okay, Gilly. Du wirkst in letzter Zeit etwas. Da ist die echte Uhrzeit von dem Planeten. Wegen der Scheidung. Tia, okay, warte. Was sagt die Notiz? Notiz sagt. Also zwischen 7.30 Uhr und 11 Uhr ist er da. Dann geht er zum Mittagessen. Also bis 11 Uhr könnten wir warten. Dass das privat ist. Süß. 11 Uhr. Das weiß sowieso jeder. Stimmt, Gilly. Wir wissen es. Du hast es. 10 Uhr 8. Okay, 1 Stunde 3 Minuten. Ja, okay. Ist dann ich genau 11 Uhr 8. Sehr gut versteckt. Dann dürfte er normal gar nicht da sein. Naja, ja, aber... Er kommt erst 13.30 Uhr wieder. Ja, stimmt. Ist der ist immer noch da. Ich komme schon drüber hinweg. Ich kann jetzt nicht plaudern. Wenn ich mal F5 drücke und dann PC gehe, würde ich festgenommen, gell? Präsentation für die Demo-Dings da. Bitte die zu öffnende Datei wählen. Dominos Projekt. Freigeschaltet mit Stanleys Zugangskarte. Yes! Geil. Fehler. Starten gescheitert. Datei öffnen nicht zu möglich. Zusätzliche Entschlüsselungen erforderlich. Datei runterladen. Okay, ich hab das Ding schon. Oh mein Gott, war ich ihn beklaut? Boah, man kann anscheinend auf verschiedene Art und Weisen daran kommen. Ich habe ihn beklaut, habe die Karte geholt. Aber ich glaube, ich werde jetzt festgenommen, weil ich bin ja... Das kann ich mir nicht vorstellen. Er ist vor mir und ich gehe in seinen Computer rein. Meetings. Heute Gesprächspunkte zwischen 15 und 17 Uhr. Schreibtisch, Telefonkonferenz, Gäste Nina Hart und Lukas Drexler angenommen. Posteingang. Nina... Ich wollte nur fragen, ob das Meeting für Meeting zwecks Wartung, Wartungszwecken, okay, 3.15. Hier, Transport Trident Luxury Lines, B-Klasse. Glückwunsch zu dem Deal, Stan. Ich habe doch gesagt, das wird was. Das ist deine Chance, wieder auf die Beine zu kommen. Heute Abend gebe ich aus, okay. Ende auf Paradies, um dich aufzuhalten. Okay, ich wurde nicht verhaftet, weil ich habe diese Zugangskarte von ihm. LOL, wie krass. Was hier? Bekannt machen. Sicherheitsschulung, Quartalsbericht, Presseanfragen. Okay. Wild. So, sind Razy und Omikron schon wieder weg? Ich würde euch noch gerne über Starfeld philosophiert, meine Lieben. Okay, also haben wir das hier.
Ras, das ging echt gut. Kehre zu Ularu zurück. Vielleicht gibt es ja bald eine Mod, die die Quests auch besser sortiert oder besser anzeigt. Und man sieht, in welchem Gebiet wo was ist, weil das ist halt alles durcheinander hier. It's all Srunander, you know? Ach, ich habe den gar nicht auf live gemacht, den anderen hier. Oh mein Gott, ich habe vergessen, den auf live zu stellen. Nicht gelistet, öffentlich, zack, speichern. Leute, ich habe den gar nicht auf live gestellt hier. Nach 44 Minuten vergessen. Huch. Okay. Okay. Medizinische Lieferung. Kiss Joseph zurück. Erstelle Frachtlink. Nee, das ist ja. Okay, dann kehren wir hier zurück. Setzen mal Kurs. Kurs festlegen. Oh, warte, ich habe Sachen geklaut. Zählt das als Dealer-Ware oder als alles? Ich sehe jetzt nichts Rotes hier. Also ich habe hier nur die Zugangskarte geklaut und so, dass mehr oder weniger das wissen. M? Hey, ich habe ein Problem mit meinem Computerterminal. Wo denn? Wer denn? Soll ich dir helfen? Problem mit Computerterminal. Der Peter? Ich der könnte diese Menschen. Der Peter ist der hier? Du ich helfe dir. Manchmal habe ich das Gefühl, die Minen laufen einfach von allein. Ich bin beschäftigt. Okay, wahrscheinlich für mich. Gut, dann auf geht's hier. Wieder zurück nach Neon. Energie. Ich habe Aurora sogar einmal probiert. Habe es bereut. Achso, Aurora ist die Droge, ja. I see, I see. I see, see. Kann man sie auch beklauen hier? Haben sie auch Geld? James war in letzter Zeit wegen hoffe, unserer Finanzen nicht gestresst. Da die Allianz wieder 974, 55%. Schlaflose Nächte die wussten nicht mal, auf welchen Try and die. Das sind doch bloß Try Kids. And die. Wir sind Langfinger. Mach dir nichts vor, Rosa. Aurora ist keine Partyvogel. Hat geklappt. Gift. Andere müssen wir jetzt nicht klauen. James, wenn, bitte. Wenn Gold geklappt hat, ist alles in Ordnung. Wie viel hat er? Auch 978. Die sowieso kein Geld haben, hier in dem Distrikt hier, einfach alle beklaut, Digga. Juhu! Also ich meine. Oh. Falls du Vorräte suchst, hier findest du sie. Hat auch. Nee, oder? Bitte boah, hat auch auf. Geklappt. So viel geklaut. So viel geklaut. Wir müssen einfach alles in jeden geklaut. Also die Bürger haben ja nicht viel, aber die Chefs haben immer viel und die Händler. Gibt's hier irgendwie noch so ein. Was ist denn mit ihr? Sieht sie mich vielleicht nicht? Jeder Tag ist der perfekte Tag für eine Tasse Tee. 873. Oh. Hi. Nee. This had geklappt too. Can't believe it though. This had geklappt auch. Wo ist denn noch so ein Chef? Ist nicht so ein Named-Kunde? Solche Neuro-Ams kriegst du sonst nirgendwo in der Stadt. Ach, der mit der Neuro-Ams-Werbung. Oh mein Gott, der Typ, ey. Zack. 900 hat der. Diebstahl! Ja, halt! Diebstahl. Ich war es nicht. Das war der andere neben mir. This was the other next to me. Next solche Neuro-Ams kriegst du sonst nirgendwo in der Stadt. Du bist damit davongekommen? Ja, beeindruckend. Easy. Appreciate. Jetzt nur das Geld klauen. Chancen sind höher. Chancen sind höher. Okay, ist das noch named? Ne, Kundin. Den Ken haben wir schon. So geil, der Ken an der Rezeption, während dieser Laden Ryu heißt. Woher kennt man Ryu und Ken? Schreibt es jetzt in die Kommentare, wenn ihr jemals diesen Teil hier sehen werdet. Servus. Sag nur, how do Ken? Shaw Yurakin. Shaw Yurepa.
Sure you can. Jetzt hab ich's. Next to me. Ooh. So, da. Schon vergessen, das könnte das wo meine Arbeitsstelle Meeting ist. Meiner Karriere sein. Von dem Deal könnte die Zukunft meiner Firma abhängen. Ja, ich habe jetzt für die Chefin persönlich der Firma ein Ding erledigt. Von der Chefin von der anderen sogar. Habe ich sie schon beklaut? Hi. Ja, habe ich schon, ja. Du kommst mir nicht in die Quere und okay, ich dir safe. Nicht. Auch schon beklaut, lol. Die haben alle gar nichts mehr. Hi. Hi. Ularu Shen. Das hat länger gedauert als erwartet. Ich hoffe, Simons Informationen waren Vier die Minuten. Mühe wert. Slate geben. Na hoffentlich nach allem, was ich durchgemacht habe. Slate geben, ich war schnell und effizient und das weißt du genau. Es gibt das Dominion, das hier. Du hast ein wenig Feuer, das gefällt ja, klar. mir. Dann sehen wir mal, ob Mr. Rejeks Informationen wert es wert bin, Digi. Waren. Ich entschlüssele das kurz. Mal sehen. Tu mal entpacken mit Windra. Hier ist der Schlüssel. Und? Und ja, tell me. Sieh an, sieh an. Unser Freund Simon hat also nicht gelogen. Das Simon ist eine Verkaufsinitiative für das Dominion-Projekt. Das habe ich schon gehört. Das Design ist von uns, nicht Infinity Entity. Ist doch normal, oder? Sie haben nicht einmal den Namen gelöscht. Sie dachten also, sie werden nicht erwischt. Oh. Komm mit. Das muss Masako erfahren. Kann ich mit dir mitgehen? Folge Ularu. Okay. I will follow you. Ich würde so gern so ein Save-Off machen, weil ich brauche noch einige Save-Öffnungen für die nächste Stufe. Schaut, gibt's Kopfschuss. So. Ich bin hier das Gesetz. Ups. Oh, hier ist noch ein Raum, gar nicht gesehen. Oh, ist das jetzt der Überboss oder was? That's the Überboss. Hey, Ularu? Clown? Was ist denn los? Wer ist das? 1181. Das ist unser neuer Agent, ganz frisch. Krass. Sie hat den Auftrag, sich mit einem Informanten zu treffen. Ja, bitte? Aber jetzt kommt's. Ja? Infinity LTD hat das Dominion-Projekt in die Hände bekommen. Unmöglich. Oha, ja, aber egal, nicht wir haben es wieder. Das. Sie wollen es auch noch unter Ihrem Namen verkaufen. Natürlich tun Sie das. Feins muss der Sache unverzüglich nachgehen. Da du das aufgedeckt hast, hilfst du bitte bei den Ermittlungen. Nee. Das Dominion-Projekt ist geheim. Nee. Schon von seiner Existenz darf ich man nur mit hoher Sicherheitsfreigabe wissen. Wenn Infinity LTD Informationen darüber hat, müssen wir einen sehr gut vernetzten Maulwurf in unserer Firma haben. Wir dürfen das nicht zulassen. Was ist das Dominion-Projekt genau? Müssen wir erfahren, was das für ein Scheiß eigentlich ist hier. Next to me. Juhu. Next to me. Nachdem wir dir bei dieser Untersuchung vertrauen, kann ich dir wohl ein paar Details nennen. Ja, aber sicher doch. Das Dominion-Projekt ist unsere neueste Neuroamp-Entwicklung. Okay, unsere aktuellen genau? Neuroamps sind alles externe Geräte. Aber extern, das Dominion-Projekt wäre der erste chirurgisch implantierte interne Neuroamp. Das Projekt stand kurz vor dem Abschluss. Daher ist es essentiell wichtig, den Maulwurf zu enttarnen. Den Maulwurf? Es darf nicht noch mehr unserer Arbeit in ihre Hände fallen. Warum ich und nicht irgendwer mit mehr Dienstjahren? Ja, ist doch keine Frage. Klingt nach einem ziemlichen Chaos. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Maulwurf noch mehr Informationen in die Finger kriegt. Das Ganz ist meine genau. Meinung. Rede mit Dalton Fiennes, unserem Chief Security Officer. Ich schicke ihm die Details. Du hast uns auf einen gewaltigen Sicherheitsverstoß aufmerksam gemacht. Ich hoffe, dass du hilfst, wo du kannst. Und ja, danke. Immer. Manche Agents hätten das vielleicht als Gelegenheit zu einer Erpressung genutzt. Schön zu wissen, dass du loyal bist. Ey, ich habe 10k von dir bekommen. Und ich beklau dich noch für 1k. Also, wenn es ums Geld geht, dann mache ich so manches. Ah, ja?
die wunderbare Miss Imada. Wie kann voll erschrocken gerade, dieses Geräusch. Oh. Spar dir den Scheiß, Dalton. Ich schicke dir einen Agent und auch noch ein paar Dateien. Ich bin bereit. Es hat niemand geklappt. Bemerkt? Gut aber gemacht. Ich lasse mich auf dich. Nochmal für 1000 Gold geklaut, aber ich habe mich nicht hingelegt. Ich schließe eine Quest nach der anderen, ich verliere wieder XP, aber ist egal. Halb so wild, wir haben noch genug Quests bestimmt. Next in den Sperrzonen hast du nichts verloren. Ich wurde hier invitiert von Chefin Hex höchstpersönlich, der ich vieles abgenommen habe. Also jetzt hier, ne? Chill mal Security. So. Okay, die haben alle nichts mehr. Ich habe alle beklaut. Krass. Was haben wir jetzt an Geld? 425.000. So, ich wollte schon 42.000 sagen. Sehr geil. Sehr geil. Harter Kampf da, ey. Oh mein Gott. Total verloren, ey. Krass. Wieder rüber. Na dann. Action. Ich überlege, was ich noch alles klauen könnte, aber das ist halt. Sie haben so ich schon. Viel zu tun. Oder? Nein, nur 869. Speichern wir mal. Also. Ich meine, wenn man das still reich wird, dann sollte man das halt machen, ne? Oh mein Gott, hat auch geklappt. Nein. Mit einem Punkt in den Skill und hat geklappt. Muss den gar nicht mehr laden. Wer ist er? Dalton Fiennes. 777. Wieso haben so viele 777? Ja, Diebstahl, aber das war er. Oder er, oder der da drüben. Ich war das. Nope. Was me, my friend. Das ist halt das. Ja, ist der komm, wir trinken, schlupf dich jetzt besser. Wir müssen schlucken. Vielleicht geht's dann besser. So, Moment. Hat geklappt. 777. So. Okay. Gut, du bist hier. Du bist hier, ja, bitte. Ich rede so mit dir. Okay, verstehe. Dank deiner Arbeit in Cydonia hat hier angeblich jemand Informationen über das Dominion-Projekt an unsere Widersacher bei Infinity Ltd. weitergegeben. Mhm. Ein Maulwurf in der Firma bedeutet ein Versagen meiner Abteilung. Wir leiten die Sicherheitsdirektive Theta ein. Eine komplette Durchleuchtung Theta? Des gesamten Personals im Gebäude, einschließlich Masakos und mir. Durchleuchtung? Oh, aber ich hab hoffentlich nichts Wildes dabei. Das sieht nicht gut für euch aus. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Ihr ermittelt also selbst, wie glaubwürdig kann das sein? Wir brauchen unabhängige Ermittler. Von außen müssen wir reinkommen, tief eindringen und unseren Spaß haben. Ende. Nach Direktive Theta kann ein Dritter die Durchleuchtung durchführen, damit die Ergebnisse objektiv sind. Ja, ich weiß nicht, mein Lieber. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Definitiv ja. Direktive Theta hat einen einzigartigen Fall, nämlich Ularu Chen. Die Ularu Direktive Chen. Verlangt, dass ein spezialisierter Programmierer namens Nix sie durchleuchtet. Nixon. Aber du musst ihm bei einem ungewöhnlichen Auftrag helfen. Aber ungewöhnlich? Das klingt aber jetzt auch schon wieder, als ob ich mich verdächtig mache. Und warum ist Ularu so ein Sonderfall? Klingt eher so, als bräuchte ihr ein besseres Security-Team. Es ist zu riskant, eine dritte Partei in die Ermittlung einzubeziehen. Ich nehme an, dieser Nix ist vertrauenswürdig. Fragen wir mal hier. Ularu kann jede Ermittlung vereiteln. Sie darf also auf gar keinen Fall von dieser Direktive erfahren. Okay. Sie ist aufgrund ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten Chief of Operations. Sie weiß, wie man unbemerkt bleibt. Oha,
klingt eher so, als bräuchte dir ein besseres Security-Team. Glaub mir, wenn dieser Maulwurf uns entgangen ist, wäre er jedem entgangen. Sicher? Ich erläutere unsere Praktiken nicht näher, aber unsere Methoden sind erstklassig. Ah, war jetzt so ein Schmarrn. Nix gibt dir ein Programm, das du auf Ularus Computer installierst und das Daten sammelt, um ihre Schuld oder Unschuld zu beweisen. Daten sammeln? Dein Job ist es, also anonym in den Ryugen Tower einzudringen, um dieses Programm auszuführen. Vollkommen unbemerkt. Das bedeutet, dass deine Schlüsselkarte deaktiviert ist und die Wachen im Gebäude dich als Eindringling ansehen. Ich klau alles. Und die Wachen werden mich nicht erkennen? Bist du sicher? Unser Team hat mehr als 100 Leute in wechselnden Stockwerken und Schichten. Okay. Möglicherweise würdest du erkannt, aber trotzdem gelten meine Befehle. Nur autorisiertes Personal, zu dem du nicht gehörst, wodurch du sofort verdächtig würdest. Chill. Und die Wachen werden mich nicht erkennen. Was passiert, wenn ich erwischt werde? Ja, dann kennt mich niemand. Wenn du erwischt wirst, befolgen die Wachen das Standardverfahren und werfen dich in eine Zelle. Das ist nett. Falls du sie nicht provozierst, wovon ich dir dringend abraten würde. Das sind deine Kollegen. Wir wollen, dass alles möglichst reibungslos abläuft. Schauen wir mal. Kommt ein bisschen übertrieben vor. Können wir nicht die Wachen einfach durchlassen? Direktive Täter erfordert absolute Geheimhaltung. Ja, okay. Wir wissen nicht, welche Verbindungen der Maulwurf hat. Daher können wir unser Sicherheitsteam nicht informieren. Ja, die Direktive ist klar. Sicher, also nur wegen der Direktive. Verstehe ich. Klingt so, als würdest du die Leben deines eigenen Teams riskieren. Wenn das ein Witz war, war er nicht lustig. Oha. Wir vertrauen darauf, dass du das möglichst diskret erledigst. Ich schicke alle nicht essentiellen Mitarbeiter nach Hause. Auch Ularu. Ich sage einfach, es werden Routine-Sicherheitschecks durchgeführt. Inzwischen sorge ich dafür, dass du Zugang zum Lüftungssystem des Towers hast. Das sollte dir helfen, nicht entdeckt zu werden. Und du bekommst einen Disruptor, was dabei helfen sollte, Opfer zu vermeiden, falls es zum Worst-Case-Szenario kommt. Also ein Disruptor klingt aber nicht nach Opfer vermeiden, Euda. Und Ularu wird keinen Verdacht schöpfen? Sicherheitschecks? Im Ernst? Was ist ein Disruptor, Euda? Schlimm, dass du das nicht weißt. Ja, woher denn, Euda? Ein Disruptor ist eine nicht tödliche Waffe. Wie du erhältst ein Exemplar von unserer Tochterfirma, Arboron. Er betäubt dein Ziel, damit du entkommen kannst. Allerdings lässt die Wirkung nach einer bestimmten Zeit nach. Ach so, das ist okay, Betäubungswaffe einfach. Also Phase-Off-Betäubung, ich verstehe. Und Ularu wird kein Verdacht schöpfen? Sicherheitscheck? Im Ernst? Oh mein Gott! Wie kannst du nur? Ularu weiß nichts von Direktive Täter. Okay, die weiß auch nichts. Aber sie wird erwarten, dass wir während der Ermittlung alles abriegeln. Soweit sie weiß, ist das die Standardprozedur. Wahrscheinlich hat sie bereits Vorkehrungen dafür getroffen. Deshalb beauftragen wir auch eine dritte Partei. Sie wird nicht erwarten, dass du es mit ihr aufnimmst. Daher ist Geheimhaltung auch äußerst wichtig. Meinst du? Damit es keine Leaks gibt, darf auch unser eigener Sicherheitsdienst nichts wissen. Ja, ich sag dir aber nach Erfahrung, Leaks gibt es immer und überall, auch in der besten Firma. Ich bin vorsichtig, keine Wir Angst. Wir bemühen uns, einen direkten Konflikt möglichst zu vermeiden. Aye, ma'am. Es darf niemand davon erfahren, nicht einmal unsere eigenen Wachen. Du musst also vorsichtig sein. So sehr ich die Worte deiner Begleitung zu schätzen weiß, wäre es vielleicht besser, wenn du das allein angehst. Du solltest alles tun, um das Risiko zu mindern. Und Andreja? Du triffst dich in Madame Sauvage's Place mit Nix. Er weiß, dass Direktive Theta aktiv ist. Sprich mit Dalton Fiennes. Disruptor. Ich kann doch nicht ohne... Andreja, ich kann doch nicht ohne dich irgendwo hingehen. Also, imagine, ich gehe ohne Andreja irgendwo hin. Disruptor. Waffe. Was meint ihr, Chat? Klären wir das gewaltfrei oder gewalttätig? Schreibt jetzt rein. Ihr habt die Chance. Ach, hier. Nova Blast ist Robter. Ach, ist auch hier neu. B. 3. Machen wir es auf 3 hier. Können wir es bei ihm testen? Haben wir ihn schon beklaut?
Ach, wir haben ihn schon beklaut. Wir sprechen schon erst mit den Leuten, wenn wir sie beklaut haben. Also wir müssen schon auch unsere Direktive befolgen. Und das ist unsere oberste Direktive. Leute bestehlen und dann mit ihnen sprechen. Mhm. In den Sperrzonen hast du nichts verloren. Energie. Guten Morgen. Was geht? Die CEO von Rio. Scheiße, dann müssten die das lernen, Bonehead. Das ist frech. Dann müssten die das lernen hier. Und ich hoffe, die verpissen sich. Ich mag sowas nicht. Ich möchte nur echte Freunde haben. Möchtest du mein echter Freund sein? Sergeant? Ich hasse Warten. Nur noch mehr Zeit für Selbstzweifel. Kann ich den beklauen? Ich warte hier schon ewig. Kann ich den beklauen? Nee. Ich brauche Named. Bonehead, ich habe gestern... Ich habe gestern die Fähigkeit hier gelernt mit Beklauen, weil ich sie für eine Mission gebraucht habe. Alter, so geil. Einfach die Leute beklauen. Immer so ungefähr 1000 Credits haben die. Immer 1000 Credits haben die. Manche auch 777. Ist da auch sehr wild, der... Die Zahl, aber so... Beste. Next to me. Okay. Ich denke immer, ich laufe an einem vorbei und beklaue ihn nicht. Das wäre traurig, aber... Schon mal, die haben halt nicht viel, die normalen Burger. Wir haben nur Tranquility T. So müssen wir wieder herüber in diese komische Ding. Wie heißt nochmal? Elfbar oder so? Nee. F-Side. Ist das hier in dem Gebäude, wo wir hin müssen? Ich dachte, es ist woanders. F-Side ist komplett vor die Hunde gegangen. Stimmt, das hast du mir schon 20 Mal gesagt. Warte mal, hat er denn? 865 Credits. Die könnten wir klauen, aber er hat uns entdeckt. Chance bis 31%. Wenn er nicht hinschaut, der schaut immer hin, lol. Dann halt eben nicht. Das wird zu gefährlich, glaube ich. Eine Woche lang nicht zur Arbeit. Dann sind meine Chefin, wie sehr sie mich braucht und bezahlt mir mehr. Überleg dir das lieber. Burger. Alles gut, liegt dein Kick, dass es gebot ist mit den Zuschauern, aber sonst hat es ja ganz nett hier mal schauen, wie es so läuft. Ja, also ich habe schon viele coole Leute getroffen. Wie läuft's muss sagen, denn so? Schlägt sich so durch. Was im Vergleich zu Twitch angeht, finde ich es mehr PvE. Was ich meine damit, so konkurrenzmäßig möchte ich eher, dass man zusammenarbeitet anstatt gegeneinander. Einfach, wenn Follow will, komm rein, komm ich Follow, kein Problem, ich schaue auch rein, raide, alles wurscht. Glaubst ganz du entspannt. Nicht, das wäre gut für Sie, miteinander statt gegeneinander. So ein Ding. Wie weit weg denn? Okay, solange es im selben System ist. Ob das dann wirklich so ernst gemeint ist oder auch nicht, weiß ich nicht, aber ja, es gibt da doch, kommt manchmal, was mir auffällt, es kommen manchmal so komische Idioten ein, das ist, sage ich immer, Randy Andy Viewer, ich komme rein und beleidige krass, das ist halt normal, aber ja, mit denen habe ich ja ein bisschen Spaß und das ist halt auch für Content und wenn die den Chat beleben, hey, der Chat ist ja sonst tot. Ich muss sagen, Bonehead, ich bin seit 15. April bei Kick und ich habe einen Viewer dazu gewonnen bei Kick in über 4 Monaten. Das ist nicht viel. Follow hin oder her, befollowt hier mal da jemand, das ist ja... Es ist so, dass viele streamen selbst und es gibt mehr Streamer als Viewer und das crasht das ganze System so ein bisschen. Aber einen Viewer, der immer mal wieder kommt und schreibt, in 4 Monaten ist, glaube ich, Main! Hört doch keinen beleidigen, ist ja alles gut. Ich meine nur, es gibt halt viele komische, die herkommen und direkt rein beleidigen. Als nicht einmal Hallo. Sagen direkt, du Huren oder du fette Schwein. Sowas zum Beispiel. Oder andere Sachen. Und da muss ich sie aber erstmal erinnern, wie die ausschauen. Schau doch in den Spiegel, Diggi. Liegt am Game, das ist egal, welches Spiel. Ob Racing Game, ob Survival Game, ob das jetzt hier, das ist. Bei diesem Spiel ist das erst in den 9 Tagen, ist das 9 Tage, war das Spiel, glaube ich, oder? Genau, 9 Tagen ist es erst zweimal vorgekommen.
Im anderen Spiel noch wilder. Sag ich als Mon, verpiss dich. Ja, mache ich auch manchmal. Dann tun die noch mehr rein trollen. Aber ist er ganz witzig. Die tut sich dann zusammen mit zwei der Leuten ärgern. Ey, immerhin habe ich dann ein bisschen Aufmerksamkeit. Das ist jemand da, der reinschreibt, weißt du? Da kann ich ja nichts davor. Also, können wir den beklauen? Mache ich auch, je nachdem, wie ich Bock habe. Also, ich tue da gar nichts planen, je nach Lust und Laune. Ist wie mein zweites. In dem Augenblick laber ich irgendwas und hab. Und was weiß ich. Bist du Leon auch ein Streamer? Brauchst du ein Follow? Meine Talente respektiert. Kann ich dir geben, kein Problem. Sag, wie es ist. Aber fettisch, manchmal. So Unrecht haben die nicht. Aber das ist ja. Das muss ich ja. Das ist ja nicht. Das gehört sich ja nicht. Das schickt sich nicht. Boah, der hat 780 Credits. Da ist ein Taschendieb! Ja, Taschendieb. Also, ich weiß ja nicht. Geh mal kurz rüber, damit wir zumindest die Namen sehen hier. Aber freut mich, noch jemand hier auf dieser Plattform kennenzulernen. Möge die Macht mit dir sein, schnell und zuverlässig. Willkommen. Ich brauche keine, das ist kein Mitleid vor, das ist Mitleid. Ich gebe da, also Mitleid ist da, also so eine Scheiße habe ich nicht. Einfach so, hey, cool, dich kennenzulernen. Hast du Bock auf ein Follow? Followst du mir, follow ich dir. Support kostet nichts und mordet sowieso niemand. Ganz entspannt. Ne? Mitleid habe ich mit keinem Schwein. Ekelhaft sowas. Wann oder ob das wohl bemerkt wird. Hat geklappt hier. Oh. Hast du einen Termin? Sonst hast du hier nämlich keinen Zutritt. Du arbeitest von einer Bar aus? Was ist denn das für ein Saftladen hier? Nur wenn ich jemanden zum ersten Mal treffe. Mit Fremden treffe ich mich gerne in der Öffentlichkeit. Ist sicherer. Warum also okay. Nicht in meiner Stammkneipe? So, also jetzt hast du es aber wirklich verdient. Moment, ich muss mal auf das richtige Ding klicken. Da sind wir auf Kick. Da ist dieser Knochenschädel. Knochenschädel. Mitleids-Follow. Und in die Fresse. Hast du jetzt nicht anders verdient hier? So. Bam! Jetzt hast du es. Okay. Dalton Finnish schickt mich. Also, spar dir den Scheiß und lass uns zur Sache kommen. Oh, Landwirtschaftssimulator. Landwirtschaftssimulator. Ich habe mich nie an das herangetraut. Vielleicht beim nächsten Teil. 24 oder 26. Wollte ich ja mal rein. Schon eine riesengeile Community. Ist auch super toll, was ich da mal sehe. Aber noch nie. Also es gibt immer so legendäre Sachen. Da habe ich Respekt vor und schaue irgendwann rein. Und hast auch zeitlich nicht oder von der Lust her nicht so geklappt. Ist ein bisschen auf Pile of Shame. Kommt dann. Ich fahre seit den 19ern. Hey, okay. Alles okay? Mit Lenkrad, geil. Oha, Lenkrad habe ich auch. Ich hab ein Racing-Seat mit Lenkrad, aber ich würde das vielleicht entspannt fahren hier mit Controller, wenn es reicht, wenn es auch geht. Weil unbedingt in der Racing-Sitz jetzt hinhocken und damit fahren, mache ich dann bei Racing-Games. Weißt du? Ryujin schickt mich für die Direktive Theta. Ah, ja. Deutsches Mädchen für alles. Ich habe ein Programm für dieses Szenario. Aber Ryujin...